Hey Leute, ihr 47er, grüße euch. So, mal wieder ein neues Board vorstellen. Allerdings vorab. Heute werde ich mal mit meinem Handy und mit der Webcam filmen, weil ich habe tierische Probleme mit meinen Softwaren. Die wollen irgendwie keinen Ton mehr wiedergeben. Darum versuche ich es halt auf diese Weise. Gucken, was da rumkommt. Okay, das ist jetzt ein etwas älteres, um die 3 Jahre alt. Wieder ein Z97 aus derselben Serie, aus der TAF-Serie, besser gesagt. Richtig schweres Teil. Ist etwa die gleiche Serie wie auch mit der Limited Edition, genau wie die andere, was ich vorher hatte, das Mark One, das ist jetzt Mark S. Das ist jetzt halt in schön weiß gehalten. Auch jede Menge Zubehör. 5 Jahre Garantie. Gucken wir mal gerade rein. Hier kann man das schon ein bisschen sehen. So ein Camouflage-Look. Ist gebraucht, ja, aber ich habe es halt relativ günstig erworben. Ihr habt auch wieder wie beim letzten 2 Lüfter dabei, wieder mit einer Abdeckung. Mit den ganzen Abdeckungen könnt ihr auch für hinten benutzen. Hier könnt ihr sehen, die ganzen Nupsis. Und hier noch Schönes. Ah, hier könnt ihr auch gut sehen. Diese ganzen Blenden hier vorne. Also wenn ihr jetzt nicht alle belegen wollen würdet, auch hier diese ganzen Abdeckungen für hier, Staubschutz halt. Ne? Alles noch vorhanden. Und die will ich nicht. Ich muss ganz rausholen. So, hier, jede Menge Safran. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt nur 4 drin waren. Ich denke mal ja. Und hier noch die ganzen Anschlüsse. Da ist USB 2.0. Das ist das Panel. Der Panelanschluss. Ja, nette Backplate. Das werden Sensorenkabel sein, war beim letzten Mal auch so, genau. Eine SLI-Brücke, eine kleine. Fettes Handbuch. Schreiber-CD, klar. Haben Sie hier Schönes. Aha. Stay cool, be tough. Ah ja, TAF-Serie. Können wir ja schön sehen hier. Und das ist so eine, zeige ich ja gleich. So ein Metall-Rückseite, hat Zertifikat noch dabei. Aber das ist alles etwas belangloser. Ich weiß gar nicht, ob ich das wieder so gut hinkriege wie er. Und alles hier schön verstaut hat. So, gucken, ob ich hier rauskriege. Mal schön dazu. Die ganze Spezifikation hier noch. Wie gesagt, von der Optik her ist das richtig geil. Also, das ist ein 1150er Sockel. Verbauen werde ich jetzt genau wie beim letzten Mal auch ein 4790K. Der hat 4 GHz in Basis. Und wie gesagt, ein mächtiges, schweres Monsterteil. Machen wir mal so. Richtig geile Optik. Ich habe es vorher selber nicht gesehen. Nur ich habe jetzt nur mal reingeguckt, weil es da ist. Ja, wie gesagt, 50er Sockel. Also hier könnte man jetzt die Lüfter anstellen. Also man kann hier einen platzieren und hier könnte man einen platzieren. Die sind halt übers Board so einstellbar, da hat man hier unten drunter unter dem ganzen Plastik den Staub rausziehen kann. Er hatte das immer in Betrieb. Ich werde das erstmal so lassen. Wenn das System verkauft wird, dann kann derjenige entscheiden, ob er es haben möchte oder nicht. Okay, jetzt haben wir 32 GB, 1866 ist möglich, also bis zu 1866 von 1333 MHz an, DDR3 natürlich. Ihr habt einmal 3.0 16-fach, wenn ihr beide, also jetzt zweimal 16-fach, wenn ihr beide nutzen möchtet, dann ist 8.8. Hier unten ist ein 2.0er 16-fach und dann haben wir hier noch dreimal einfach 3.0. Ja, das sind die üblichen Verdächtigen halt.
Der Sound ist der L50er, der ALC, also der ist auch richtig vernünftig. Mittlerweile habe ich das auch schon mal ausgetestet. So, diese hier unten, die SATAS, die sind über AS Media angebunden. Ihr habt das Paneel, da könnt ihr ja, schon wieder weg, habe ich wieder reingeholt, dann halt außerhalb anstecken, dann könnt ihr gleich ein bisschen Arbeit sparen. So, dann haben wir hier noch 6x Z97 angebunden, also sprich über den Chipsatz. 6 Gigabit LAN, einmal 3.0. Hier war doch irgendwo auch noch einer. Da ist auch noch einer. Lüfteranschlüsse muss einige haben. Hier ein, hier sind zwei. Komischerweise, normalerweise hier im Bereich auch immer einer. Da ist jetzt komischerweise keiner. Hier ist auch noch einer. Assistenzfan hat man hier, CPU-Fan und da ist auch noch optional und CPU-Fan. Der 8-Pin-Anschluss, der Saft. Und das ist genau wie bei dem anderen Board auch alles aus Metall hier, deshalb ist das auch so schwer. Das ist halt, wie gesagt, eine Limited Edition. Es sieht kein Mensch mehr nachher, es sei denn, ihr habt ein Case, was komplett durchsichtig ist und hinten keine Rückwand hätte, weil da keinen Sinn macht, weil könnte man das ja nicht aufhängen, sprich festmachen. So, da bin ich gerade ein bisschen, das war glaube ich 3.1 hier, ansonsten blende ich euch das ein, also viermal. Ihr habt einmal Realtek und einmal, Moment, muss ich gerade gucken. Also Intel und Realtek LAN, so. Wie gesagt, der L50er, dann habt ihr ja ein BIOS-Flash, das ist ein HDMI 1.4, 4x USB 2.0. HDMI, hier oben ist DisplayPort, oder was ist das? Ich weiß es nicht. Egal. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass das für eine richtig geile Maschine werden. Und gerade gucken, wie das aussieht, wenn das jetzt verbaut wird hier. Das interessiert mich das auch gerade mal. Jetzt sind die ganzen einzelnen Teile. Könnten wir jetzt hier noch draufstecken. Noch mehr cleaner Look. Na gut, warum nicht, wenn man nicht braucht, ne? Wenn die Steckplätze nicht benötigt werden, das sieht dann natürlich noch besser aus. Einfach hier so stecken. Ganz easy. Hier sind noch so Bands. Also wird ja eh nur eine Karte verbaut. Also müsste das dann so aussehen. Hier unten sieht es zwar ein bisschen merkwürdig aus, finde ich gerade, aber gut, ist egal. So, clean. Kommt die Grafikkarte hier rein. Dann habt ihr hier noch zwei Ja, Leute, okay, ich würde sagen, dann seht ihr mal, wie das aussieht und dann bin ich mal wieder raus. Euer 47er, ciao, ciao. Wieso musst du mich immer stören?